Wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen hier, Herr Kommandant. Ja, heute der Typ 4 schwer gefahren, von uns besonders mitkommentiert von... Servus! Unserem Bruder. Yeah. Genau, so das ist ein Typ 5 und kein Typ 4. Ja, ich hab momentan so viele Typ 4 schwer vor mir, das ist... Ja, kann man mal, ne? Ja, die gleiche Größe. Hallo. Jo. Heavy ist auf dem Hill. Heavy ist auf dem Hill, das ist eine hübsche Methode mittlerweile auf dieser. Ja, und der Chat, der nett auch mal seine Kommentare dazu. Achso, das ist jetzt von dem so cool. Der Rostbaum fängt an. Du B100, aber der Typ 5, den fällt keiner auf. Ja. Der schon mal. Und wir haben eigentlich da hinten geschossen. Ach, der ist nicht vorsichtig. Der war irgendwie so aggressiv. Der war ja der jetzt geschrieben hat. Okay, hier wird mal wieder auf die eigenen Leute gehittet. Wer bist du unterwegs? Ach, mir Marco mit mir. Karl. Ja, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Nicht. Ah, dein Gedächtnis. Ja, ich wäre alt. oder die Runde war einfach so kacke, dass du gar nicht gemerkt hast. Ja, gut, ihr war da irgendwo, glaube ich, in der Mitte raus. T34. Ja, T34 Turm. Regelt. Ich rede, aber ich hab den Damage. Schade. Raus euch doch einfach. Nee. Grüß Gott, Arti. Arti. Ja, Arti. Du wirst bald genervt. Bald, ja, zum Glück. Look, I-100. Jo, alles klar. Yep, ja, die haben wir jetzt fangen wollen. Oder egal. Wird sich tätig, ist aber auch nicht mehr so gut. Nein. 41, glaube ich. Paul der Kasper. Krasan, der fährt den Schwung nochmal rein und dann sieht. Ja, und wahrscheinlich noch blau gesperrt. Kennt man ja Wargaming. So, Dirk Gun auf Sniper. Erstmal E4. Ja. Schön davor gehemmt und trotzdem 600. Ja, schon die Boden reingesasht und trotzdem 600 Level. Ja, gut, ist ja auch etwas goldig. Aber erstmal ein schönes Duell mit den zwei Typen da unten, die mir irgendwie nicht anhitten konnten. Richtig schön durch den Stahlträger geklingt. Marco und sein Udes. Beziehungsweise 100 versus Udes. Ja, da hat der Udes einen kürzeren. Definitiv. Aber das Schöne schön ist, sie konnten mich nicht anhitten. Ist klar. Die Scheißbrücke von da unten, versuch mal einen auf dem Hügel anzuhitten. Die können dich die ganze Zeit so hässlich beschießen, als du kannst einfach nichts machen, weil diese Shit-Brücke weg ist. Ja, geht die Kugeln ja schön nach unten fliegen. Ja. Was ist ein geiler. Ein hübscher Brot. Ein schöner One-Shot. Ach Gott, darf. So. Eine kriegt, glaube ich, nur eine. Ist gut. Auch nicht. Boah! Alter, geht da aber mehr, hä, eigentlich. Pershing mit Gold HE, geht mehr. HE um die Heu. Ja, wir kommen überraschend von hinten. Bam. Rumpf! Oh, die Arter. Ja, schon schön, dass die Arti nur 100 auf jawohl, ich wollte gerade sagen, hat der gegnerische 34 Stelle, aber ich sehe es gerade. Lol, ja, mach's gut, Bulldog.
Es wundert mich, dass der nicht hochgegangen ist. Ja, normalerweise. Weil meine ist ja schon so groß wie der Bulldog. Easy. Und Gold. Easy One Shot. Ja, fast One Shot. Ich glaube, wenn ihr da auf den Aufbau geschossen hättet, dann die Kanone jetzt mehr Chance gehabt. Ja, es ist immer so eine Sache mit HI. Bäh! Ach ne, da kannst du dir erstmal schön an die Kanone. Geschütz getroffen! Geschütz und Kette! Ja. Voll. So, Prot. Mein nächstes. Die Ati hat ja. Alte, sie haben ja anklopfen wollen. Sonst üblich. Ja gut, das ist wieder so eine Ami-Arti, ne? Ja, die klopfen eigentlich sonst permanent an. Ja, der E4, der wollte nicht vorfahren. Das kann man auch. What? Da laut nur an diesen Scheißgeschütz. Und die auch nicht mehr reparieren. Oder dass er auch HE geschossen hat, mit einem Berg. Anders hätte ich dich wahrscheinlich nicht penetriert. Ja, ja. Ja, Prost. Ach, sehr gut. Glücklich, dass ich dich treffen konnte. Sehr fette Rapkits dabei. Bäh. So mittlerweile einbauen müssen, weil... Nee. Das Armorack und sowas und Ohren fleddert. Ja, genau. Ja, bei den Dingen auch wieder so standardmäßig, weil die zwei Loschen vorne. Ja, so Amorek. Wo die Japaner überall ihre Munition hinlegen. Ja, das hat die da vorne zum Suchen. Wobei, wenn sie seitlich reinhaust, Amorek, wenn sie am Turm irgendwo reinhemmst, Amorek. Das ganze Ding ist ein Amorek. Ja, zu viel HE. Das wird sein. Ich denke, normal AP wäre es wahrscheinlich noch nicht mal so schlimm. Nee. So, was haben wir noch? Pershing und zwei Arthas. Pershing. Weitling. Wer dich zerreißt, muss ich glaube ich nicht fragen. Oh, Arti. Ah, da haben wir schon meinen ersten Kandidaten. Das war nur, und das war sogar die Ami, ne? Die Ami-Arti steht auf der anderen Seite, das ist das hässliche Engländer-Feld. Ja, aber die Ami-Arti hat den EUX. Das hab ich gerade gesehen, deswegen dachte ich mir also, Arti... Ja, ist ja noch weiter weg. Hat da wohl nichts Besseres zu tun, außer einen EUX zu schneiden. Müssen um ihr eigenes Leben da fangen. Aber naja, erstmal zum Fetten da. Diesen fetten Kasten. War ich selber im fetten Kasten vor. Das wieder war als Kinderkastenfrosch. Tritt in your ass! Bam. Ja. Wollte eigentlich groß dran, aber. Naja. Kugel macht er auch. So viel denn dazu, man, mit dem Tod dran. Zahn, komm aus. Knappe 3-4 gemacht. 4-1. Abgeblockt. 100 gespottet, du hast nie gespottet. Sie ist auch gerade nicht so bewusst geworden, wo diese 100 Spot-Damage, aber ich glaube, das war irgendwie so ein Kettentreffer. Da war da nicht mehr viel dran an dem Kollegen. Eigentlich. Tja, nichtsdestotrotz, ne? Nette Runde. HE only. Boah, ich hasse diese Dinger mittlerweile. Die haben Panzer, die haben HE-Knüpf, die haben alles. Ja. Gut, in diesem Sinne. Mit Grillen freuen sich. Richtig grillenfreundlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Replay. Zum nächsten Mal. Genau.